Ah, ich habe ganz vergessen zu überreden, zu übersetzen. Entschuldigung. Also, Shantigarbha ist unser erster Sprecher und der Titel der Konferenz ist Weisheit so groß wie der Ozean. Und er wird uns die globale Erwärmung was erzählen. Und es scheint, als ob wir immer wieder bis zum nächsten extremen Wetterereignis oder Artensterben zur normalen Tagesordnung zurückkehren. Wie reagieren wir als Buddhisten auf die Forderung nach Klimagerechtigkeit? Wie inspiriert uns das Thema dazu, kreativ auf die Klima- und Weltkatastrophe zu reagieren? Also, Shantigarbha ist der Autor von A Burning House, was bei Windhorst erschienen ist. Er lebt in Bristol und ist Mitbegründer des Triratna Earth Sangha. Er ist Partner von Gesine und mehr könnt ihr aber über ihn auf seiner Webseite erfahren. Seed of irgendwas. Ja, sorry. Das war jetzt ein bisschen schnell alles. Also vielen Dank, Opeksha. Also vielen Dank für die Einführung. Ich bin Shantigarbha aus Bristol. Und ich schätze das sehr, dass du die Konferenz so als Ganzes schon vorgestellt hast. Meine Frage ist, wie antworten als Buddhisten auf die Klimakrise? Wie antworten wir darauf? Und wir werden das durch das Bild, des Ozeans machen und Interdependenz. Also heute Abend stelle ich jetzt erstmal das Thema der Konferenz vor, also Weisheit so groß wie der Ozean, Interdependenz verkörpern. Und die Inspiration für diesen Titel kommt vom Avatamsaka Sutra. Das ist ein Mahayana Sutra, was am Anfang des englischen Triratna Puja Buches steht. Im Deutschen haben wir das leider nicht da vorne dran. Also es sagt: Ich nehme Zuflucht zum Dharma und flehe, dass ich mit allen Wesen tief in den Sutra-Schatz eintauche, wodurch unsere Weisheit so groß wird wie der Ozean. Also oft in unserem Kapitel, bevor wir anfangen, in Meditation zu sitzen, dann rezitieren wir diesen Text. Und dann kommen auch die anderen, also ich nehme Zuflucht zum Buddha, zum Dharma, zum Sangha. Also bevor wir uns dann in Meditation hinsetzen. Und dieser Satz, Weisheit so groß wie der Ozean, möge unsere Weisheit so groß wie der Ozean wachsen, das ist irgendwie in meinem Geist hängen geblieben. Als wir einen Titel gesucht haben, kam mir dieser Gedanke, also das ist der Titel dieser Konferenz. Das sieht nach einem tollen Bild aus, von einem Ozean. Und meine Notizen sind jetzt gerade dahinter versteckt. Und dann kannst du vielleicht kurz wieder rausgehen, dann kann ich meine Notizen sehen. Also mach einfach noch mal die Diashow rein. Also was bedeutet es, dass wenn unser Weisheit so wächst wie der Ozean in dieser Zeit der ökologischen und Klimakrise? Und wie können wir Interdependenz in unseren Gedanken, Wörtern und Taten verkörpern? Also ich erinnere mich noch dran, als Bante mal einen Vortrag gehalten hat, dann sagt er immer, bin zum Dictionary gegangen, zum Wörterbuch und geguckt, was bedeutet eigentlich das Wort? Also was ist der Ozean? Also physikalisch gesehen,
bedeckt der Ozean mehr als 70% der Oberfläche unseres Planeten. Also das ist ganz schön viel. Ich war mal segeln und ich war im Kanal und ich habe mir den Atlantik angeguckt beim Segeln und es ist unfassbar groß. Der Ozean, die Ozeane sind unvorstellbar groß. Also ist schwer vorstellbar, dass etwa 97% des Wassers der Erde befindet sich in unseren Ozean. Also ein kleiner Prozentsatz ist nicht im Ozean. Also nur 2% ist in den Gletschern und in den Eiskappen eingefroren. Also so groß ist der Ozean. Aber der Ozean ist aber auch ein lebendiges Wesen. Also trotzdem er Salz ist, alles was dazu gehört, dass Salz ist, also es ist ein lebendiges Wesen. Der Ozean ist Lebensgrundlage und Heimat für Millionen von vielen fühlenden Wesen. Und wie wir den Ozean behandeln, das beeinflusst unser Klima. Und wie wir unser Klima beeinflussen, hat einen Effekt auf den Ozean. Als Spezie kümmern wir uns nicht nur um ihn, wie wir das eigentlich tun sollten. Und da sage ich nachher ein bisschen mehr drüber. Also wir überfischen ihn und wir nutzen ihn als Müllhalde für unseren Müll, Öl, Plastik, Abwasser und Atommüll werfen wir einfach in den Ozean. Also das war, was ich wusste, bevor ich diesen Vortrag vorbereiten wollte, hatte. Aber als ich mich auf den Vortrag vorbereitete, schickte mir ein Freund einen Artikel aus der Zeitschrift Scientific American, also wissenschaftlicher Amerikaner. Und er stellt jetzt gleich den Vortrag in den Chat. Und der Titel ist, was passiert mit unseren Ozean und warum das für uns so wichtig ist. Und der Artikel half mir zu verstehen, dass in den letzten 5 Jahrzehnten haben wir so viel Kohle, Gas und Öl verbrannt, so viele Bäume gefällt, so viele andere Emissionen produziert, dass 6 Milliarden Hiroshima-Bomben an Wärme in unserer Biosphäre eingeschlossen werden wurden. Ich sag's nochmal. Also in den letzten 5 Jahrzehnten haben wir so viel Kohle, Gas und Öl verbrannt, dass 6 Milliarden Hiroshima-Bomben an Wärme in unserer Biosphäre eingeschlossen wurden. 6 Milliarden Hiroshima-Bomben. Von diesen geschätzten 380 Zettajoules Wärme gehen fast 90% in den Ozean. Nur 1% davon gelangt in die Atmosphäre. Also ich glaube, normalerweise haben wir den Fokus auf der Atmosphäre, was da passiert mit steigenden Temperaturen, aber 90% der Wärme geht in die Ozeane. Und diese Ozeanwärme schafft Hitzerekorde auf und führt zu immer schwereren Hitzewellen im Meer. Vielleicht habt ihr davon gehört, dass die Korallen ausbleichen. Das hat da was damit zu tun, dass die Temperaturen in den Ozean steigen. Also auch der beobachtete Anstieg des Meeresspiegels im letzten Jahrhundert wurde durch die thermische Ausdehnung des Ozeans verursacht. Also die meisten unserer Städte sind an den Küsten und das ist verletzlich, indem der Meeresspiegel ansteigt. Und die Hälfte des Anstiegs des Meeresspiegels ist durch thermische Ausdehnung der Ozeane verursacht worden. Also wenn sich Wasser erwärmt, dann nimmt es einfach mehr Raum ein. Wärmere Ozeantemperaturen führen auch zu stärkeren atmosphärischen Flüssen, Hurrikanen,
Taifune und tropischen Wirbelstürmen, die größere Wassermengen mehr abwerfen und die verändernden Meeresströmungen und Wettermuster erhöhen die Verdunstung, sodass es stärker regnet, wenn es regnet. Und das schadet auch dem Meeresökosystem. Und wie ich schon gesagt hatte, sie lassen Korallenriffe ausbleichen. Schätzungsweise 25% der biologischen Vielfalt des Ozeans beherbergen. Es verschlimmert Algenblüten, die das Fischesterben auslösen und treiben die polwärts gerichtete Wanderung von Meeresarten voran. Also das bedeutet, dass sich die Meeresarten mehr Richtung den Polen bewegen. Und diese Migranten reichen von Phytoplankton, das ungefähr die Hälfte unseres Sauerstoffs produziert, aber auch zu den Fisch- und Schalentierbeständen, die auch abwandern, die für mehr als 3 Milliarden Menschen die wichtigste Proteinquelle sind. Also der Schutz der Meere ist von entscheidender Bedeutung. Doch müssen wir auch die nicht nachhaltigen menschlichen Handlungen beseitigen, die für diese Risiken überhaupt erst verantwortlich sind. Die Autorin von diesem Artikel sagt, je mehr wir beginnen zu verstehen, welche enormen Auswirkungen unsere Entscheidungen auf den Ozean und damit auf uns haben, desto deutlicher wird die Notwendigkeit, dringend zu handeln. Wir können es uns nicht leisten, die unersetzliche Rolle und die unverzichtbaren Dienste, die der Ozean leistet, zu ignorieren. Es ist immer noch möglich, eine Zukunft zu gestalten, in der Menschen und Ozeane gemeinsam gedeihen können. Aber dazu müssen wir jetzt handeln. Also vielleicht machen wir da eine kurze Pause und ja, lasst uns da einen Moment warten. Also lasst es einfach mal einen Moment einsinken. Normalerweise hören wir viel über die Atmosphäre. Hier hören wir jetzt über den Ozean und die globale Erwärmung der Ozeane. Also ich könnte auf verschiedene Richtungen gehen mit dem Vortrag. Aber ich würde gerne über das Wasserelement sprechen. Also vielleicht mehr so einen reflektiven Aspekt in diesen Vortrag bringen. Also wie viele von euch wissen, hat der Buddha seine Schüler ermutigt, über die Elemente zu reflektieren, um unsere Haftung an unser Gefühl von einem Selbst loszulassen. Und auf eine gewisse Art ist es auch sehr erdend. Also Menschen aus der Vergangenheit, aus dem Osten und Westen, sahen in der physischen Form vier Qualitäten: Erde, Wasser, Luft und Feuer. Und im buddhistischen Denken werden diese vier nicht als eigenständige Substanzen betrachtet, sondern eher als Tendenzen, als Qualitäten. Also Erde steht für die Qualität der Festigkeit. Wasser für die Qualität des Fließens, Luft für die Qualität der Leichtigkeit und Weite und Feuer für die Qualität der Kälte, Wärme und Strahlung. Und über unseren Körper stehen wir in einem ständigen Austausch mit diesen Elementen. Also zum Beispiel Atmung. Wenn sie aufhört, hören wir auf zu existieren innerhalb der kürzesten Zeit. Und wie lange könnten wir überhaupt überleben ohne das Wasserelement? Vielleicht ein paar Tage, abhängig von der Temperatur. Also wir sind abhängig vom Wasserelement, von den Elementen überhaupt. Und jetzt würde ich gerne mit euch das Wasserelement ein bisschen anschauen. Also die Ozeane sind das größte Wasservorkommen. Und Wasser spendet Leben.
Wir können kein Salzwasser trinken, aber Wasser ist normalerweise von Flüssen, Bächen und aus dem Regen ist lebensspendend. Sind auf die Elemente angewiesen, um zu überleben und nicht andersherum. Und doch ist uns Menschen der Umgang mit dem Wasser auf unserem Planeten nicht heilige, wie wir das eigentlich sollten. Eine Möglichkeit, das Gleichgewicht wiederherzustellen, besteht darin, sich innerlich und äußerlich auf das Element Wasser zu besinnen. Also wir haben schon damit begonnen, außerhalb, und möchte das ein bisschen näher an uns ranbringen. Und ich werde eine kurze geführte Reflexion durchführen, um mehr dieses Wasserelement im Inneren zu erfahren. Also setz dich jetzt bequem hin. Es braucht vielleicht so 4, 5 Minuten. Also wir haben diese ganzen Bilder des Ozeans im Außen gesehen. Und jetzt beginnen wir innen und bewegen uns dann wieder nach außen. Also wie du möchtest, du kannst die Augen schließen oder anlassen, kannst deine Kamera ausstellen, wenn du möchtest. Also wenn du soweit bist. Also bring dein Gewahrsein ins Innere deines Körpers, deiner Haut. Und vielleicht beginne mit deinem Kopf. Spüre die Flüssigkeit in deinem Speichel. Die Feuchtigkeit deiner Tränenkanäle. Nebenhöhlen, in deinen Augen, Augenhöhlen. Ich hatte vor kurzem Covid und jetzt bin ich sehr in Kontakt mit meinen Nebenhöhlen. Und vielleicht auf einer subtileren Art die Fluidität der Gleichgewichtsorgane des Innerohrs. Diese Fluidität ist auch das Element Wasser. Und werde dir der Fließen des ganzen Kopfes bewusst. Da ist Flüssigkeit, da ist Fließen im ganzen Kopf. Das ist das Wasserelement. Und geh dann weiter zum Nacken und zu den Schultern und stelle fest, da ist Blut, da ist fließend im Blut und da ist aber auch in deiner Bewegung in diesem Bereich. Die Bewegungen sind fließend. Das ist das Wasserelement. Also die Arme, Hände, der Rumpf in dem Bewusstsein, dass da Fließen ist im Blut und in den Weichteilen. Auch hier das Wasserelement. Und dann dein Magen, der Bauch. Werde dir des Verdauungssystems bewusst, des Darms, der Därme. Auch da ist Fließen, da gibt es Flüssigkeit. Und wenn ich mich so ein bisschen von rechts nach links bewege, dann kann ich das sogar spüren in meinem Magen. Ich kann die Flüssigkeit im Magen spüren,
Vielleicht wollte das ja so ein bisschen euch bewegen und das wahrnehmen. Und dann die Hüften, Oberschenkel, Knie, Knöchel und die Füße. Die Qualität der Flüssigkeit im Blut und im weichen Gewebe. Das Wasserelement. Seid ihr des ganzen Körpers wahr, diese Haltung vom Wasserelement durchdrungen? Also es ist das Wasserelement in dir. Und jetzt lass uns nochmal das Wasserelement im Außen wahrnehmen. Also spür das äußere Wasserelement um uns herum im Regen, in der Feuchtigkeit, in der Luft. In Flüssen und im Meer, im Ozean. Also bekommen ein Gefühl für dieses Fließen, für die Flüssigkeit. Also kannst dir vielleicht auch vorstellen, die Sonne, das Meer erwärmt und wie dann das Wasser aufsteigt, in der Atmosphäre sich bewegt, Wolken formt. Und dann regnet es wieder auf das Meer und das Land, also dieser ganze Kreislauf des Wassers, was seit Millionen von Jahren vor sich geht und wir sind von diesem Kreislauf abhängig. Erlaube deinem Körper, sich in dieses Gefühl des Fließens zu entspannen. All unsere Anspannung, all unsere Sorgen wegfließen lassen. Und erfahre auch Leichtigkeit und Frieden mit dem Bewusstsein unserer Verbindung zum Wasserelement durch dieses Gefühl von Fließen. Werde dir bewusst, dass sich dieses Gefühl des Fließens um uns herum durch die Erde und die Luft ausbreitet. Das Fließen des Wasserelements in allen Richtungen. Dieser ganze Planet Erde in ständiger, fließender Bewegung. Sogar die Umgebung der Erde, das Magma, der Erdkern, alles bewegt sich. Fluidität überall. Regen und Wasserdampf, Wolkentau, Bäche, Flüsse, Meere, Ozeane, das Wasserelement im Außen. Und wir können uns bewusst werden, dass wir in einem ständigen Austauschprozess
mit dem Wasserelement stehen, im Außen und im Inneren. Also einfach nochmal mehrmals am Tag nehmen wir das Wasserelement in Form von Getränken zu uns auf und essen. Und auf diese Art und Weise ist unser Körper seit unserer Geburt gewachsen. Und wir scheiden das Wasserelement regelmäßig in Form von Urin wieder aus. Der Körper ist für sein Überleben vollständig auf das Wasserelement angewiesen. Und eines Tages werden wir das Wasserelement vollständig zurückgeben, wenn nach unserem Tod unser Körper austrocknet. Daraus können wir erkennen, dass es auch jetzt nicht mein Blut, mein Speichel, meine Tränen, mein Schweiß, mein Gewebe, nicht ständig mir gehört. Es ist eine Leihgabe. Ich leihe es vom größeren Wasserelement. Also wir nehmen einen kleinen Moment Zeit, um mit diesen Reflexionen zu sitzen. Und nimm einfach wahr, was immer hochsteigt in dir. Nimm wahr, ob es da Frieden gibt oder Leichtigkeit oder Interesse. Ob da ein Gefühl von Verbundenheit ist, von Zugehörigkeit. Also nimm dir jetzt einfach eine Minute Zeit, um so langsam, was immer da gerade war, loszulassen und wieder anzukommen im Hier und Jetzt. Wenn du soweit bist, dann öffne deine Augen, schau dich um, nimm die anderen Menschen im Zoom-Raum wahr oder im Raum. Und wenn du gerne was in den Chat schreiben möchtest, wie es dir gerade geht oder wie es dir gerade ergangen ist während dieser Reflexion, dann tu das bitte. Ich werde weitersprechen, aber ich werde nachher ein paar von diesen Kommentaren vorlesen. Sehr herzlich willkommen zurück. Also eine meiner Fragen ist, wie kann der Dharma uns in dieser ökologischen Klimakrise unterstützen? Also, ich habe das Gefühl, wir brauchen eine überzeugende dharmische Vision, um
die gegenwärtige Klima- und Umweltkatastrophen anzugehen. Anna sagt, ich bin sehr dankbar, das Wasserelement mir auszuleihen, um lebendig zu sein mit dem Wasser der Welt. Und so ein starkes Gefühl von Dankbarkeit, dass jedes Wesen in der im Wasser, auf der Erde, in der Atmosphäre lebendig ist. Dass es unterschiedliche Temperaturen gibt. Dass es unterschiedlichen Druck gibt. All diese Dinge, die wir für selbstverständlich nehmen. Justine aus Auckland sagt, Dankeschön für deine Reflexion und Gefühl von Verbundenheit und Fließen. Sehr nährend. Also mein Gefühl ist, dass wir eine überzeugende dharmische Vision brauchen, um die gegenwärtigen Klima- und Umweltkatastrophen anzugehen. Wie könnte dies aussehen? Was könnte diese überzeugende dharmische Vision sein, die da wirklich einen Effekt haben könnte? Und ich würde einfach sagen, Interdependenz, gegenseitiges, wechselseitiges Bedingen. Das ist das, was uns hier wirklich unterstützen kann. Lou sagt, super Reflexion, ich sitze hier verbundener mit unserem Planeten. Also wir können uns zur Wahrheit der wechselseitigen Abhängigkeit, zur Interdependenz aufwachen. Also dass die Dinge in Abhängigkeit von Bedingungen entstehen und dass Handlungen Konsequenzen haben. Also ich möchte jetzt was über die Lehre des Buddha über Bedingtheit sagen und warum ich die Interdependenz als eine Alternative sehe, um über Bedingtheit zu sprechen. Also in seiner frühen Lehre über die Bedingtheit lehrte der Buddha seine Anhänger, jedes Gefühl von einem festen Selbst zu untergraben, indem man die vielfältigen Bedingungen untersucht, auch denen dieses Selbst hervorgegangen ist. Also die vielfältigen Bedingungen zu untersuchen, damit man dieses feste Gefühl von dem Selbst sprengt. In den Mahayana-Sutras formuliert der Buddha dies neu als ein ökologisches Verständnis. Die Natur und alle Phänomene werden als zueinander in Beziehung stehend betrachtet, weil sie von vielfältigen Bedingungen abhängig sind. Also es ist so eine ganz leicht andere Art, sich Bedingtheit anzuschauen, aber das unterstützt uns. Die Elemente mehr wahrzunehmen und die Biosphäre und die gegenwärtige Situation. Die Natur, alle Phänomene steht in Relation zueinander, weil es so viele Bedingungen und Bedingungen gibt. Im Avatamsaka Sutra, was im 7. Jahrhundert in der Huayuan-Schule des Buddhismus in China entstand, gibt es ein Bild, was da immer wieder erscheint? Und eines dieser Bilder ist Indras Netz. Und wahrscheinlich haben die meisten von euch schon dieses Bild vom Indras Netz kennengelernt. Und Indras Netz beschreibt die Komplexität dieser Bedingungen. Also da ist ein Bild von Indras Netz. In der indischen Mythologie war Indra der König der Götter, so ein bisschen wie Zeus im antiken griechischen Pantheon. Er besaß ein prächtiges Netz,
Das ist nur so ein kleines Bild davon. Er besaß ein prächtiges Netz, das so groß war, dass es sich unendlich weit in alle Richtungen ausdehnte. Und entsprechend Indras extravaganten Geschmack als König hatte der Erschaffer des Netzes in jedem der unendlichen Knoten des Netzes einen einzelnen funkelnden Juwel geknüpft. Und da das Netz unendlich groß war, waren auch die Juwelen unendlich zahlreich. Also schließ einfach mal deine Augen und stell dir das vor. Ein Netz, was unendlich ist in seiner Weite und eine unendliche Anzahl von Juwelen in jedem Knotenpunkt. Kannst dir vorstellen, das wäre wahrscheinlich ein fantastischer Anblick gewesen. Wenn wir uns jedoch einen dieser Juwelen genauer ansehen, dann können wir etwas noch Wunderbareres erkennen. Jeder dieser unendlich vielen Juwelen strahlt Licht aus. Also jeder Juwel war eine Lichtressource. Und in seiner polierten Oberfläche spiegeln sich alle anderen Juwelen des Netzes. Die unendlichen Zahl von Juwelen sind in jedem einzelnen Juwel widergespiegelt. Und jeder der Juwelen, der sich in den Facetten des Juwels spiegelt, spiegelt alle anderen Juwelen, sodass der Prozess der Reflexion selbst unendlich ist. Und dass der Prozess der Reflexion selbst unendlich ist. Wie fühlt sich das an? Was entsteht da für euch? Also ich selbst hab's da, steigt Wärme auf und es ist aufregend. Also das Bild schaut auf die Ursprünge des Buddhismus in Indien zurück. In der indischen Mythologie, aber es schaut auch in die Zukunft, auf das World Wide Web, das Internet. Hier haben wir das weltweite Netz. Das ist ein dezentralisiertes Netzwerk, in dem kein Knotenpunkt oder keine Knotenpunkte als zentral bezeichnet werden können. Also es gibt keinen zentralen Platz, es ist ein Netzwerk. Es ist wie so ein, ja, wie so ein Netz. Es gibt keinen zentralen Punkt. Es symbolisiert einen Kosmos, in dem es eine unendlich wiederholte Beziehung zwischen allen Bestandteilen gibt. Die Beziehung wird als gleichzeitige, gegenseitige Interkausalität bezeichnet. Gleichzeitige, gegenseitige Interkausalität oder abhängiges Entstehen, bedingtes Entstehen. Also das ist das Bild von dem Netz von Indra. Also spür einfach nach, was passiert bei dir, wenn wir uns dieses Bild anschauen. Wir uns das vorstellen. Und wenn du Lust hast, schreib wieder was in den Chat, damit wir so ein Gefühl dafür kriegen, was bei uns passiert. Vielleicht ein Wort, vielleicht ein Satz. Also ich kann auch Deutsch lesen, ich kann es laut vorlesen und dann er meint gerade, ich könnte das übersetzen, aber das hört ja dann keiner. Also ihr dürft auch auf Deutsch schreiben. Also wie können wir dies auf
die Klima- und Umweltkrise anwenden. Also diese Vision der Interdependenz auf unsere gegenwärtige Klimakrise anwenden. Also da ist, Yoga Ratna sagt, Reichtum. So irgendwas Subtiles. Und River sagt, Interesse und Erleichterung und Freude. Und Hannah sagt, ja, Freude. Und Lou sagt, ein wunderbares Gefühl, dass der Teil des Netzes, der in unserem Tal ist, sich im ganzen, im ganzen Planeten widerspiegelt. Also, wie können wir dieses Bild auf Klima- und Umweltkrisen anwenden? Also, wenn ein einziger der Juwelen trübe wird, reflektiert er alle anderen Juwelen weniger klar wieder. Und auf die gleiche Art und Weise, wenn eine ökologische Nische in unserer Umwelt toxisch oder verschmutzt wird, wirkt sich das auf alle anderen Nischen aus. Der Verlust einer Spezies oder eines Lebensraums an einem Ort wirkt sich auf den Rest der Umwelt aus. Das Leben auf der Erde hängt von der Gesundheit der Biosphäre ab. Die ist 20 Kilometer dick und an ihrer breitesten Stelle und umgibt die ganze Erde. 20 Kilometer dick. Und was wir da rein tun in die Atmosphäre und in den Ozean hier in Bristol oder in Cambridge oder Berlin, Essen oder Auckland. Also was wir in diese Biosphäre tun oder in die Ozean, wird bald seinen Weg nach Moskau, Peking, Atlanta und andere Orte finden. Also wenn Flüsse gereinigt und Ozeane wiederhergestellt werden, verbessert sich auch das Leben in der gesamten Umwelt. Indras Netz, dieses Netz von Bedingungen, berücksichtigt nicht nur physikalische und biologische Faktoren, sondern auch menschliche Absichten. Also es ist nicht nur ein Bild für ist nicht nur ein Bild für physikalische und biologische Faktoren, sondern auch für unsere menschlichen Absichten. Tatsächlich sind die menschlichen Absichten entscheidend dafür, was mit dem Netz geschieht. In der Vergangenheit glaubten die Menschen, dass das Wetter von den Göttern geschaffen wurde, also auf jeden Fall in ein paar Kulturen. Aber in den letzten 50 Jahren sind wir zu den Göttern aufgestiegen, in dem Sinn, dass zusammen unsere Taten haben einen Einfluss auf das Wetter, auf die Ozeane zusammen genommen. Da wir voneinander abhängig sind, kommt es auf unser Handeln an. Bestimmte Taten haben bestimmte Folgen. Wenn wir mit Großzügigkeit, Weisheit handeln, werden positivere Zustände erscheinen und genauso andersrum. Ich habe über den Ozean gesprochen, über das Wasserelement. Ich habe über Interdependenz und Indras Netz gesprochen.
und dass unsere Taten Folgen haben. Also gibt es noch Hoffnung für uns. Als ich dieses Buch, den Burning House, vorgestellt hatte in verschiedenen Zentren und gefragt wurde, gibt es noch Hoffnung für uns? Dann habe ich immer gesagt, wenn wir das als Notstand behandeln, dann gibt es Hoffnung für uns. Wenn wir es ernst nehmen und wenn wir es als wirklich, wirklich absolut wichtig nehmen und unsere ganze Kreativität da reinbringen. Aber wenn wir es nicht als Notstand behandeln, mit dieser Dringlichkeit, die es braucht, dann gibt es keine Hoffnung für uns als Spezies. Und wir sehen es leiden auf einer unvorstellbaren Größe. Also nur ein bisschen, wenn die Temperatur ansteigt, wird es extreme Folgen haben auf die Wetterlage. Aber ich habe jedoch Zuversicht und Vertrauen, dass der Klima- und Umweltnotstand das Potenzial hat, uns individuell und kollektiv zu erleuchten, zu erwecken. Also sie haben das Potenzial, uns individuell und kollektiv zur Erleuchtung zu erwecken. In einer Notsituation können wir auf die Emergenz, Entstehung von etwas Neuem vertrauen. Wie wir uns jetzt verhalten, ist entscheidend. Das wird die Schablone für zukünftige Antworten liefern. Akzeptanz, Mitgefühl, Kooperation und Empathie werden zu anderen Ergebnissen führen als urteilen, beschuldigen, bestrafen und leugnen. Ich möchte dich mit einer Frage zurücklassen, die mich schon immer geplagt hat oder die mich schon immer verfolgt hat, seitdem ich mich das erste Mal gestellt haben. Also was für Vorfahren wollen wir sein? Was für Vorfahren wollen wir sein? Ich nehme dir einen einfachen Moment, um darüber nachzudenken. Wenn du möchtest, schreib das wieder in den Chat hinein. Also die, die sich kümmern. Mutig. Jürg Gartner sagt, ich habe es versucht und ich habe was getan. Justine sagt, Kaitiaki, Guardians, also Menschen, die sich sorgen, kümmern. Das ist wahrscheinlich ein Maori-Wort. Und Jailatisa sagt, jemand, der die Schönheit des Ozeans sieht und Devotion empfindet. Also so ein Gefühl von Hingabe spürt. Also wenn wir die Erde nicht lieben, dann werden wir uns auch nicht um sie kümmern.
Die Erde zu lieben bedeutet, sich um sie zu sorgen, Dankbarkeit zu spüren, Devotion zu spüren, sich hinzugeben. Kommt alles daraus, dass wir die Erde lieben. Also ich komme jetzt zum Ende meines Vortrags und ich möchte euch noch ein paar Highlights der Konferenz erzählen. Also hier ist das Programm. Also heute Abend um 9:30 Uhr, in einer halben Stunde, werden wir die erste von Lagabandhu Sadhanas, Carbon-Sadhanas hören. Das sind geleitete Reflexionen, die uns helfen sollen, uns der ökologischen Folgen des Autofahrens bewusster zu werden. Und das dauert ungefähr halbe eine Stunde. Es ist im Vorfeld aufgezeichnet worden. Er ist leider heute Abend nicht mit uns dabei, aber das hatten wir aufgezeichnet. Und morgen früh geht es dann weiter. Ratna Devi leitet eine Meditation, die von schmerzhaften Gefühlen zu inspiriertem Handeln führt. Um 10 Uhr Jenny Ramos aus Cambridge führt uns in die Donut-Ökonomie ein. Ein paar von euch wissen vielleicht, was das bedeutet. Für manche wird es neu sein. Ich werde auf jeden Fall dabei sein, um was Neues zu lernen. Ich habe die Dia-Show gesehen, das scheint sehr interessant zu sein. Und um 12 River Walton, die jetzt gerade da ist, spricht über ihr neues Buch. Die subtile Kunst des Mitgefühls in herausfordernden Zeiten. Da wird sie die Brahmaviharas zusammen mit der Kraft der Gemeinschaft um Aktivismus und kontemplative Praxis zu befähigen. Es ist dann 12 Uhr englische Zeit, also 13 Uhr deutsche Zeit. Und dann am Nachmittag geht es weiter. Amara Singer ist eine Tierärztin und Forscherin von Wildtieren in Mexiko, die über die buddhistische Praxis jenseits des Menschen spricht, warum es für uns wichtig, unsere Liebe und unser Mitgefühl auf Tiere auszudehnen und wie dies mit den aktuellen Klima- und Umweltproblemen zusammenhängt. Also das ist 15 Uhr deutsche Zeit und dann um 17 Uhr deutsche Zeit gehen wir zu Buddha Sevaka und dem Pratna Earth Sangha Verantwortlichen zu einem Klimacafé. Und wir werden uns gemeinsam mit den Fragen beschäftigen. Wir können auch in Breakout-Räume gehen und diese Fragen diskutieren. Wie reagieren wir individuell? Wie reagieren wir als Orden und buddhistische Bewegung? Und was muss als nächstes in der Welt geschehen? Also individuell, kollektiv und in der Welt. Und am Abend, dann spricht um 19:30 Uhr spricht Akupa über den Bodhisattva des 21. Jahrhunderts. Und das ist sozusagen in Bezug auf den Dharma-Training-Kurs für Mitras. Und dann schließen wir den Tag ab mit einer grünen Puja, die von Sangajata geleitet wird. Das ist dann um 21 Uhr deutsche Zeit. Ich biete Mondlicht an, was auf dem Wasser sich bewegt. Das Echo of a Curlew, das weiß ich nicht, was das heißt. Und die Brise, die kommt von der Welle des Ozeans und das Land erfrischt. Am Sonntag geht es dann weiter und wir haben noch eine zweite von Lokabandhus Kohlenstoffsadhanas, die uns helfen soll, uns der ökologischen Folgen des Fliegens bewusster zu werden. Es ist um 10 Uhr und um 11 Uhr dann, deutsche Zeit, wird Gonaketu aus Oslo uns die
Highlights von seinem Buch Achtsamkeit, Empathie, Zufriedenheit und Kommunikation vorstellen. 5 buddhistische Perspektiven und 5 Lösungen, die für 5 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen stehen. Und er spricht davon, wie diese verschiedenen buddhistischen Qualitäten wir auf die Ziele der UN anwenden können. Und ich werde ihn dann vorstellen. Wurde mit Gunnar Ketu zusammen ordiniert. Ich werde ihn dann vorstellen. Und um 12:30 Uhr ist dann Amala Ketu. Der wird einen neuen Entwurf für nachhaltige buddhistische Zentren vorstellen. Das ist eine Aktualisierung des ursprünglichen Entwurfs und wird dann auch Fragen beantworten. Und am Nachmittag wird dann Buddha Sewecker über den Big Sit, das große Sitzen sprechen. Das ist eine Meditationsaktion, die von Menschen von Triratna in Cambridge initiiert wurde. Und Ethan Hanna wird um 16 Uhr erzählen, warum seine Werte und buddhistische Praxis ihn dazu geführt haben, Ratsmitglied der Grünen Partei zu werden. Und ich dachte, ach, ja, warum hat er das gewählt als Ausdruck seiner Praxis? Wir beenden die Veranstaltung mit einem Bericht, einem Abschlusskreis und einer Puja, die von den Konvenern des Triratna Erstsangha veranstaltet wird. Und das wird dann so um 19:15 Uhr wird das. Das sind wahrscheinlich die Verse von dem Shambhala-Krieger. Also das ist es. Das ist das Programm fürs Wochenende. Ich hoffe, dass ich einige von euch da sehen würde. Der Zoom-Link wird der gleiche sein für die ganzen Tage, für alle Sessions. Also nochmal zurück an Upeksha Priya. Also ganz herzlichen Dank an euch alle, dass ihr gekommen seid. Wir haben jetzt eine halbe Stunde Pause und ich freue mich darauf, euch in einer halben Stunde wiederzusehen. Ich glaube, da gibt es keine deutsche Übersetzung. Okay, bis dann. Tschüss.